Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Quick Matches mit mir, dem Idi, Folge 198. Wir haben bald eine Special-Folge und an der Stelle muss ich gleich mal mich einbringen. Und zwar ist mir aufgefallen, das ist wirklich eine, ja, eigentlich schon recht dumm gewesen. Da hat auch keiner was dazu geschrieben, dass die letzte Special-Folge zu der Heldenliga hätte sein sollen und nicht zu den Quick Matches. Ich habe ursprünglich vorgehabt, 200 Folgen Heldenliga, auch 5 Heldenliga-Spiele am Stück zu machen und bei 200 Quick Matches 5 Quick Matches am Stück zu machen. Das habe ich jetzt geändert. Oder waren es 3? Ich weiß es gar nicht. Sind es 3 Quick Matches zum Special? Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel ich gemacht habe. Auf jeden Fall wird das Special zu den 200 Folgen von den Quick Matches andersherum gehen, laufen. Ich werde also Heldenligaspiele machen. Gucken wir einfach mal, ob das reicht. Ich muss ohnehin noch mal gucken, wie viele Folgen ich gemacht habe bei dem 200er Special zu den Heldenliga-Folgen. Na gut, das so am Rande. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spielchen. Ja, Heldenliga nicht. Ihr seht Rang 21. Darum kümmern wir uns ein andermal. Ich werde zusammen mit euch wieder ein paar Spielchen machen. Und was heißt zusammen mit euch? Ihr guckt ja zu. Ich würde gerne mal mit euch zusammen mehr Spielchen machen. Mehr Leute, vielleicht ein Fünfer-Team oder so. Könnt ihr mal in die Kommentare schauen, was ihr davon haltet. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich das machen will mit dem, ja, mit den Teams. Also, was heißt Teams? Ich würde halt gerne mal Custom Games mit der Community spielen, aber bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich so viele Leute habe, die sich dafür interessieren. Versuchen würde ich es gerne mal. Ich habe ja schon ein paar Mal was dazu gesagt. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben oder einfach mal in die Kommentare schreiben, wer überhaupt Lust darauf hätte. Ein paar Leute gibt es ja immer hin und wieder, die schon Bock darauf hätten. Da mitzumachen. Ja, genug geämmt. Ich spiele als erstes diese Woche ein Specialist und mir wurde geschrieben: Hey Illy, spiel doch mal bitte Murky. Und den Wunsch komme ich nach. Ich werde Murky spielen. Ich guck mal kurz, was er da für ein Skin hat. Das Orange, das glaube ich, habe ich das schon gehabt? Weiß gar nicht. Ich nehme mal das Orange. Und ich werde Murky spielen. Murky kann man auf vielerlei Arten spielen. Komplett auf Push. Ich werde wieder versuchen, meine 30k EP-Farm hinzubekommen. Das ist immer das, was ich erreichen möchte in einem Spiel. Aber gleichzeitig auch effektiv zu sein, was die Teamkämpfe angeht. Und das versuchen wir jetzt einfach mal hinzubekommen. Wird sich die Frage stellen, welchen Build ich spielen werde, ob ich eher auf Push gehe. So oder so werde ich in den Objected Fights mich mit einbringen. Ob das auch zwischendrin in den Teamfights passieren wird, müssen wir sehen, je nachdem. Ja. Und das sieht schon mal nach einem Team aus, was man nicht unbedingt haben möchte. Nova Serratul, das wird schwierig, das heißt, ich muss so oder so meinen Beitrag dazu, ja, muss mich eh dafür einbringen, dass wir den Terror bekommen. Die Monstrosität, wie auch immer. Trotzdem mit Abatur nur ein. Naja, gut, die haben zwei Pusher, wir haben nur einen. Das heißt, ich muss mich da ohnehin ein bisschen mehr einfügen in die Farmerei. Mit EP-Farm einfach dranbleiben. Das könnte durchaus ätzend werden mit der Combo. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Aber das schauen wir uns einfach mal jetzt an. Können wir mal ein bisschen rüberrücken. So. Ich werde, glaube ich, in die Botlane gehen. Das wird meine erste Amtshandlung als Murky sein. Und dann gucke ich mal gegen das Team. Wäre es, glaube ich, nicht schlecht, auf Blocken zu spielen, gerade wegen Ray. Ich könnte auch mit Bestechung spielen, um ein bisschen mehr zu pushen. Aber Ray, Nova und Lunara, das ist schon extremst bitter. Deswegen werde ich. Denke ich, auf Blocken spielen.
Oder ich spiele auf Bestechung. Ich weiß es noch nicht, ob ich komplett auf Farm gehe. Glaube, ich riskiere es mal und gehe mal komplett auf Farm. So, jetzt muss ich mein Ei noch gut hin platzieren. Ein guter Ort für das Ei ist natürlich immer diese Stelle hier. Schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Na, jetzt hat er mich gleich. Das ist natürlich das Negative für meinen auf Blockenspiel. Nicht auf Blockenspiel. So, jetzt habe ich hier natürlich ein dickes, fettes Problem mit dem Ei. Und kann nur hoffen, dass sie jetzt sich finden. Mal nach oben gehen, okay. Okay, sind sie alle oben gestorben? Nicht so gut. Dann werde ich erstmal weiter pushen. So, ich werde auf dem Wirkungsbereich spielen. Okay, hier sind sie schon weg. Kurz einen Split-Push machen. Da sind sie alle. Schön, haben wir sie noch bekommen. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht. Dann werde ich unten weiter pushen. So schnell wie möglich die zwei Coins irgendwie zusammenbekommen. Lunara. So, dann werde ich auf automatische Angriffe spielen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Jetzt habe ich einen Zweier-Tick zusammen. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz hier runter gehen und mir die holen, die Beine. Wenn hier jetzt nicht einer ist. So, und ein bisschen Druck zu machen auf das Fort.
runter. Nein, geh zurück. Das ist so riskant. Sehr schön, habe ich das Fort noch bekommen. Und dann gehe ich mal kurz nach oben helfen. Der Wagen braucht Hilfe. Wird er auf den Oktogriff spielen. Ja, jetzt wollen sie mich haben, müssen sie schon. Ja. Meine Pflanzen werden dich wiederbeleben. Hier alle in der Mitte. Okay. Jetzt doch ein bisschen sehr oft gestorben gerade. Unnötigerweise. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Dann doch wieder nach unten gehen. Oder ich gehe einfach nach oben und hole mir das nächste fort. Na, jetzt gehen die da alle sehr, sehr oft drauf. Nicht so schön. Lassen. Die sind hier schon unten zugange. Da sind sie. Schnell nach unten, hol mir dann noch die Dinger. Euer Gegner züchtet ein Ungeheuer. Ja, das genügt. Schon bald wird das Garten ungeheuer. Und da unten mal schnell den Abatur wegschnabulieren. Ja. Das Fort auch.
meine lieben Kinder. Ich muss schon mal einen halten. Euer Ungeheuer wurde getrennt. Sehr schön gemacht. Ich hole mir hier wieder das Camp. Und dann gehe ich runter, um den Abatur aufzuhalten. Ah, jetzt bin ich dann doch draufgegangen noch. Gepusht. Dann werde ich jetzt mal in die Midlane gehen und da versuchen, Ärger zu machen. Na, haben sie mich abgegriffen, aber es war ohnehin abzusehen, dass es passieren wird. Na, dann gehe ich runter. Wir versuchen, Lunara zu holen. Er ist schon sehr bedacht darauf, mich zu schnabulieren. Oh, ich hab's eigentlich gefunden, aber jetzt unten alle abgegriffen. Sehr schön. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Sollte da lieber weggehen, die kommen nämlich gerade. Endlich habt ihr genug Samen. Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Es geht auch mit Murky ganz gut, Solo natürlich nicht, aber man kann das durchaus schaffen. So, Midlane muss ich wieder. Aber ihr solltet euch nicht ausruhen. Die Verseuchten werden zurückkehren. Euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht.
Tötet mit ihm die Leichen eurer Gegner. Da oben ist noch ein Camp, das schnapp ich mir mal schnell. Wenn die da jetzt nicht zugange sind. Da sind sie. Na, schade. Hat zu spät reagiert. Die haben jetzt ganz schön aufgeholt. Nicht so schön, ne? Sie müssen mal wieder ein bisschen versuchen, dran zu bleiben. Euer Ungeheuer ist nur noch Kompost. So, jetzt haben wir hier den Vorteil mit der Lane. Haben sie mal ein Ei gefunden? Hat er gefunden, als er vorbeigelaufen ist. Das Ungeheuer wartet. Reißt seine Macht. Wir gehen mal ganz schnell alles durchpushen. Das Ungeheuer wird auf dem Gegner den Licht. Ist vorbei, Alter, das. Camp da, das Dingsbums da sich geholt hat. Ich werde mal die Botlane jetzt durchpushen, so gut es geht. Ich muss wieder einen kleinen Vorsprung arbeiten. Bricht erneut herein. Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. Jetzt mit den Katapulten hier ankommen. Euer Ungeheuer ist fest. Okay. Nicht so gut. Haben sie doch alle sehr, sehr oft. Ich helfe dir. So, ich werde jetzt hier mal wieder in die Midlane, in die Botlane gehen. Ist alle zugange. Ja.
Ja, 22k, so viel Damage habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich mich eher aufs Pushen versteift habe gegen das Team. Und alles Nötige mitgenommen, was so die Seams angeht. Das geht immer auch ganz gut alleine. Okay, na, Simon noch mitgenommen. In die Midlane gehen. Lasst uns dieses Fort zerstören. Sehr schön. So. Gehe ich schnell hoch und hole mir die Camps alle. So, schnell in die Midlane gehen. Da kommt nämlich der Abathur gerade an, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Schön, haben sie noch gesehen. Sehr schön. Das hat ganz gut funktioniert mit Murky. Jetzt nicht so ein Team, wo sie mich unbedingt gebraucht haben. Hab eigentlich ganz gut gepusht gehabt, was natürlich nicht vorrangig mein Ziel sein sollte. Eigentlich doch schon vorrangig mein Ziel natürlich, aber ich sollte Teamfights nicht vergessen. Ah, nicht ganz die 30k erreicht, aber hab uns gut im Spiel gehalten, auch wenn wir ein paar Mal draufgegangen sind. Aber letztendlich hat das doch einigermaßen gut funktioniert. Von denen kam gar kein Schaden rüber irgendwie. Von mir jetzt auch nicht gerade, war keine Glanzleistung, die ich hier hingelegt habe. Aber ja, ich war gut dabei beim Farmen, habe die Lanes gut gepusht. Kann man mal so machen. Gibt natürlich auch noch andere Spielweisen. Mit Murky ist immer je abhängig von den eigenen Team und von dem gegnerischen Team, was man für Lineups hat. Hier hat es ganz gut gepasst, einfach mal auf den Farm zu gehen. Ist natürlich in der Heldenliga kann man das natürlich nicht so einfach machen, da muss man schon beim Team bleiben und ein bisschen gucken, was man das geht, mehr auf Auto-Attacks, mehr auf Scharen gehen natürlich, auf YOLO wäre auch noch eine Idee, damit zu spielen, wenn man das mit dem Ei gut hinbekommt. Und es schafft nicht so oft zu sterben. Na gut, das war's mit Murky. Folge 198 und dann sehen wir uns nächste Folge zu einem Random Hero, mal gucken, wie es dann läuft. Also, bis dahin, ciao!